Kochcampus im Steirereck, war jetzt der vierte Kochcampus, den wir gemacht haben. Und es ist klarerweise der Höhepunkt der bisherigen Veranstaltungsserie. Das kann man in Österreich nicht mehr toppen, diese Location. Auch nicht diese Zahl der Köche, die hier heute dabei war. Du, wie wir letztendlich vor über einem Jahr gemeinsam gestartet haben, war das irgendwie klar, dass dieser Bogen uns irgendwann erreicht. Und das hat sich gar nicht die Frage gestellt, ob das irgendwann nicht bei uns stattfindet. Es macht uns stolz und es freut uns, dass das so einen tollen Rahmen gefunden hat, dass so viele Leute mitgemacht haben. Vor einem Jahr darüber gesprochen haben, was wir, dass wir einen Kochcampus machen wollen oder eine Veranstaltung, wo man sich trifft und über die Gastronomie spricht, über Küche, über Wege, die man beschreiten kann, waren wir eigentlich ziemlich euphorisch, aber wir haben nicht gewusst, was passieren wird und was auf uns zukommt. Und wenn man jetzt ein kleines Resümee zieht nach gut 16, 17 Monaten, ist es eigentlich unglaublich, was wir geschafft haben. Es überrascht mich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so, weil es hier wirklich Leute dabei sind, die mit unserem Herz denken. Ich denke, man hat gespürt bei allen, die heute dabei waren, dass eine ganz besondere Energie irgendwo in der Küche war, die das wirklich mit Herzblut und mit Leidenschaft machen. Und genau diese Energie brauchen wir als Kochcampus auch, um unsere Ziele, die wir für die Zukunft haben, auch umsetzen zu können. Was ist die österreichische Küche? Was sind unsere Stärken? Was macht uns einzigartig und wie erklären wir und wie kommunizieren wir diese Küche im Inland und im Ausland? Nicht neugierig ist, dann hat er ein Riesenproblem. Also wir sind immer dankbar für jeden neuen Geschmack, den wir kennenlernen. Und das waren viele, viele neue Geschmäcker und deswegen bin ich sehr dankbar, heute dabei gewesen zu sein. Könnte der Weg für das nächste Jahr ein wirklich wichtiger sein, dass wir versuchen, unsere Idee im Ausland zu präsentieren. Das heißt, weg vielleicht von dieser Performance in der Küche, die sehr steril ist natürlich, aber denkt man nach New York, London, Frankreich. Warum kann man nicht in Frankreich irgendwo eine Veranstaltung machen unter besonderen Umständen? Ich würde das als ganz großartige Idee sehen und ich glaube, dass wir mit diesem Rückenwind, den wir jetzt haben, auch dort für Aufregung sorgen können. Ja, ich glaube, wichtig ist, dass wir letztendlich das Ziel, das wir gemeinsam haben, nicht vor den Augen verlieren. Ja? Und da geht es darum, letztendlich Österreich als Kulinarikland und die Küche dieses Landes einfach ein Stück weiterzubringen und das eint uns alle und das verfolgen wir.
wie wird Österreich in 5 Jahren das Land, wo man hinfahren muss? Nicht mehr Dänemark oder Schweden, sondern man fährt nach Österreich, um diese Entwicklung, die bei uns stattfindet, zu verkosten und zu erleben. Und diese 5 Jahre als Fokus, das ist eigentlich das Ziel des Kochcampus. Dort wollen wir hin in den 5 Jahren.